In diesem Video wollen wir uns das Verhalten und die Bewegung von Kreiseln anschauen. Dazu gehört auch die Präzession und die Nutation. Wenn euch das Video gefällt, lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Los geht's! Im letzten Video haben wir die Trägheitsmomente berechnet und das anhand eines Körpers, der eine feste Rotationsachse besitzt. In diesem Zusammenhang konnten wir auch sehen, dass der Betrag des Drehimpulses L genau dieses Trägheitsmoment I mal Phi Punkt bzw. der Betrag der Kreisfrequenz ist. Nun können wir uns aber überlegen, was passiert denn, wenn unser Körper um eine völlig beliebige Rotationsachse Omega rotiert. Und für diesen Fall können wir unsere Lösung der Gleichung oben verallgemeinern mit Hilfe des sogenannten Trägheitstensors. Der Trägheitstensor ist eine Matrix, die das Trägheitsmoment repräsentiert. Wie man diesen Trägheitstensor, also die Matrix der Trägheitsmomente, berechnet, müssen wir im Rahmen der klassischen Mechanik nicht wissen. Wir werden uns dieses Verfahren aber im Rahmen der theoretischen Mechanik anschauen. Wenn das entsprechende Video vorhanden ist, werde ich es euch hier auf dem i verlinken. Mit Hilfe des Trägheitstensors können wir die Gleichung des Betrages des Drehimpulses umstellen hin zu einer Vektor- bzw. Matrixgleichung. Es folgt dann, dass der vektorielle Drehimpuls L der Trägheitstensor I Schlange ist, mal die Rotationsachse Omega. Wir können mit Hilfe des Trägheitstensors auch die Rotationsenergie darstellen, sodass wir erhalten 1/2, dann Omega transponiert, mal der Trägheitstensor I Schlange, mal Omega. Wir können den Trägheitstensor wie jede beliebige andere Matrix ebenfalls diagonalisieren und Eigenwerte bestimmen. Die Eigenwerte dieses Trägheitstensors nennt man dann Hauptträgheitsmomente. Die dazugehörigen Eigenvektoren sind dann die Hauptträgheitsachsen. Um das besser zu verstehen, wollen wir uns dafür einige Beispiele anschauen. Haben wir drei Hauptträgheitsmomente IA, IB und IC, die alle voneinander verschieden sind, dann sprechen wir von einem asymmetrischen Kreisel. Das beste Beispiel für einen asymmetrischen Kreisel ist ein Quader, der drei verschiedene Kantenlängen hat. Die dazugehörigen Hauptträgheitsachsen wären senkrechte zu den Oberflächen. Wenn zwei der drei Hauptträgheitsmomente identisch sind, sprechen wir von einem symmetrischen Kreisel. Wenig überraschend sind alle rotationssymmetrischen Objekte symmetrische Kreisel wie Zylinder oder Rotationsellipsoiden. Aber ein Quader, bei dem zwei von drei Kantenlängen identisch sind, wäre auch ein symmetrischer Kreisel. Die Hauptträgheitsachsen hier sind zum einen die Symmetrieachse sowie zwei völlig beliebige weitere Achsen, die senkrecht auf dieser stehen. Wenn alle drei Hauptträgheitsmomente identisch sind, sprechen wir von einem sphärischen Kreisel. Sphärische Kreisel sind beispielsweise eine Kugel, aber auch ein Würfel, also ein Quader, bei dem alle drei Kantenlängen identisch sind. Das Besondere an sphärischen Kreiseln ist, dass es keine expliziten Hauptträgheitsachsen gibt, sondern alle Rotationsachsen, die durch den Schwerpunkt verlaufen, wären solche Hauptträgheitsachsen. Schauen wir uns noch einmal diese Vektorgleichung, die Drehimpuls und Rotationsachse Omega verbindet, an. Es gibt dann immer ein Koordinatensystem, in dem unser Trägheitstensor diagonalisiert vorliegt. Und für diesen Fall können wir uns überlegen, welche Bedingungen müssen gelten, damit Drehimpuls und unsere Rotationsachse kolinear sind. Und das ist der Fall, wenn entweder erstens wir einen sphärischen Kreisel haben, also die Hauptträgheitsmomente IA, IB und IC alle gleich sind, oder unsere Rotationsachse nur eine Komponente hat in diesem Koordinatensystem, oder wir einen symmetrischen Kreisel vorliegen haben und die Rotationsachse senkrecht auf der Symmetrieachse steht und durch den Schwerpunkt verläuft. Allgemeiner kann man sagen, dass Drehimpuls und Rotationsachse dann parallel sind, wenn unsere Rotationsachse ein Eigenvektor des Trägheitstensors ist, also unsere Rotationsachse eine der Hauptträgheitsachsen ist. Diese Hauptträgheitsachsen nennt man dabei auch freie Achsen, da sich eine Rotation um eine freie Achse genauso verhält, wie wenn wir diese Rotationsachse festhalten würden.
Die Bewegung einer Rotation um eine feste Achse haben wir bereits in einem früheren Video angesehen. Ich habe euch das Video auf dem i hier verlinkt. Wenn nun aber unsere Rotationsachse Omega kein Eigenvektor des Trägheitstensors ist, wird das Ganze deutlich komplizierter. Aber diesen Fall werden wir uns jetzt detailliert anschauen. Dafür nehmen wir ein Koordinatensystem, das raumfest ist. Es wird sich also in der Zeit nicht verändern. In diesem Koordinatensystem soll sich nun ein beliebiger Kreisel um eine Rotationsachse Omega drehen, die eben nicht eine der Hauptträgheitsachsen ist. Wir betrachten ein zweites Koordinatensystem, das sich immer mit dem Körper mitdreht, sodass die Hauptträgheitsachsen des Körpers immer entlang unserer Koordinatenachsen verlaufen. Der Vorteil des mitgedrehten Koordinatensystems ist es, dass jede Komponente des Drehimpulses L als Hauptträgheitsmoment mal die Komponente des Rotationsvektors dargestellt werden kann. Der Trägheitstensor ist in diesem Koordinatensystem also immer diagonalisiert. Wir haben also ein Setup gemacht, bei dem wir ein klassisches rotiertes Bezugssystem haben. Im Video zu rotierenden Bezugssystemen haben wir gesehen, wollen wir eine Größe im festen Koordinatensystem nach der Zeit ableiten, erhalten wir die Ableitung der Größe im mitgedrehten Koordinatensystem plus das Kreuzprodukt aus Rotationsachse Omega und der Größe im mitgedrehten System. Wenn ihr die vollständige Herleitung dafür noch einmal sehen wollt, schaut euch das Video zu Bezugssystem noch einmal an, auch das ist hier auf dem i verlinkt. Die Zeitableitung des Drehimpulses ist das Drehmoment. Wollen wir diese Gleichung nun komponentenweise lösen, erhalten wir für die x-Komponente des Drehmomentes, also die Zeitableitung von iA mal Omega x plus die x-Komponente des Kreuzproduktes und das ist Omega y mal iC mal Omega z, minus Omega Z mal IB mal Omega Y. Da das Hauptträgheitsmoment IA zeitlich konstant ist, erhalten wir für den vorderen Teil also IA mal die Zeitableitung von Omega X und für den hinteren Teil sehen wir, dass Omega Y und Omega Z in beiden Termen vorhanden ist. Wir können also Omega Z mal Omega Y ausklammern und erhalten dann dx ist gleich iA mal die Zeitableitung von Omega x plus iC minus iB mal Omega z mal Omega y. Und diese komponentenweise Darstellung dieser Gleichung können wir nun auch für die y- und die z-Komponente aufstellen. Entsprechend erhalten wir dy ist iB mal die Zeitableitung der y-Komponente der Rotationsachse plus iA minus iC mal Omega x mal Omega z. Und die Z-Komponente des Drehmomentes wäre IC mal die Zeitableitung der Z-Komponente der Rotationsachse plus IB minus IA mal Omega Y mal Omega X. Und diese drei Gleichungen nennen sich Eulersche Gleichungen. Wir wollen diese Eulerschen Gleichungen nun für den Fall betrachten, dass wir keine äußere Kraft haben, wir also einen kräftefreien Kreisel betrachten, das Drehmoment also 0 ist. Und wir einen symmetrischen Kreisel haben, das heißt IA und IB sind identisch und IC ist von diesen beiden nur verschieden. Setzen wir diese Definition nun in unsere Gleichung ein, erhalten wir für die erste Komponente 0 ist gleich d Omega x nach dt plus IC minus IA geteilt durch IA mal Omega z mal Omega y. Wir haben hier also noch mit IA global dividiert. Die zweite Gleichung wird zu 0 ist gleich d Omega y dt minus in Klammern IC minus IA geteilt durch IA mal Omega z mal Omega x. Und die dritte Komponente wird zu 0 ist gleich d Omega z nach dt. Wenn wir nun den Term in der Klammer durch Groß Omega ersetzen, vereinfachen sich noch einmal die Gleichungen. Eine mögliche Lösung dieses Gleichungssystems ist, Omega x ist gleich eine Konstante a mal Cosinus groß Omega t. Omega y ist die gleiche Konstante a mal Sinus von groß Omega mal t. Und Omega z ist eine Konstante c. Haltet hier gerne das Video an und verifiziert die Lösung durch Einsetzen. Wenn wir uns nun die Lösung für die Rotationsachse anschauen, sehen wir, dass sie eine Kreisbewegung macht. Diese Kreisbewegung des symmetrischen und kräftefreien Kreisels nennt sich Nutation. Das über die Zeit hinweg von der Rotationsachse eingeschlossene Volumen nennen wir Nutationskegel. Schauen wir uns zuletzt noch die Präzession an. Für die Präzession betrachten wir wieder einen symmetrischen Kreisel, bei dem nun aber Omega und L, also Rotationsachse und Drehimpuls, parallel verlaufen sollen.
Dieser Kreisel soll jetzt aber nicht senkrecht stehen, sondern um einen Winkel Alpha gekippt werden. Wir haben hier jetzt keine Nutation, da der Drehimpuls und die Rotationsachse parallel zueinander verlaufen. Jedoch soll jetzt am Schwerpunkt unseres Kreisels die Gewichtskraft Fg anliegen. Wir erhalten also ein Drehmoment mit d ist gleich das Kreuzprodukt aus Rs, dem Ort des Schwerpunktes, mit der Gewichtskraft m mal g. Da der vektorielle Drehimpuls parallel verläuft zum Ort des Schwerpunktes, ist dann durch die Definition des Kreuzproduktes unser Drehmoment senkrecht auf dem Drehimpuls. Mit dem Drehmoment der Zeitableitung des Drehimpulses steht also die Ableitung des Drehimpulses senkrecht auf dem Drehimpuls. Wenn die Veränderung einer Größe senkrecht auf der Größe selbst steht, handelt es sich um eine Kreisbewegung. Die Kreisbewegung hat aber hier nicht den Ursprung im Zentrum des Kreises, sondern einen anderen Ort. Dennoch können wir den Betrag der Ableitung des Drehimpulses darstellen als der Radius des Kreises mal eine Winkelgeschwindigkeit. Diesen Radius des Kreises wollen wir klein l nennen und er lässt sich berechnen durch den Betrag des Drehimpulses groß L mal Sinus Alpha. Wir erhalten also für den Betrag des Drehmomentes d L mal Sinus Alpha mal die Winkelgeschwindigkeit. Diese Winkelgeschwindigkeit können wir auch Kreisfrequenz Omega P für Präzession nennen. Und diese ist der Betrag des Drehmomentes d geteilt durch L mal Sinus Alpha. Setzen wir nun noch den Betrag des Drehmomentes d ein, also Rs mal m mal g mal Sinus Alpha, kürzt sich Sinus Alpha weg und wir erhalten Rs mal m mal g geteilt durch I mal Omega. Und diese Kreisbewegung des Kreisels, verursacht durch die Gravitationskraft, nennt man Präzession. Es gibt nun aber auch die Möglichkeit, dass Präzession und Nutation zeitgleich vorliegen, sich also überlagern. Während die Präzession eine Kreisbewegung des Drehimpulses ist, ist die Nutation eine Kreisbewegung der Drehachse um diesen Drehimpuls. Im Normalfall hat dabei die Präzession die kleinere Winkelgeschwindigkeit und die Nutation die etwas größere. Wir erhalten also eine recht komplizierte Bewegung, die hier in Rot dargestellt ist. Fassen wir am Ende des Videos wieder zusammen, was wir gelernt haben. Zum einen haben wir gesehen, wir können die Trägheitsmomente in Matrixform darstellen, mit Hilfe des sogenannten Trägheitstensors. Dadurch erhalten wir die Vektorgleichung L ist gleich I mal Omega und auch die Rotationsenergie können wir mit Hilfe des Trägheitstensors darstellen, mit 1/2 Omega transponiert mal I mal Omega. Die Eigenwerte dieser Matrix, des Trägheitstensors, nennen wir Hauptträgheitsmomente. Und wenn alle drei Hauptträgheitsmomente identisch sind, haben wir einen sphärischen Kreisel. Wenn nur zwei der drei Hauptträgheitsmomente identisch sind, einen symmetrischen Kreisel. Und wenn alle drei verschieden sind, einen asymmetrischen Kreisel. Die Eigenvektoren dieses Trägheitstensors sind dabei die Hauptträgheitsachsen oder auch freie Achsen. Wenn die Rotationsachse nun eine der freien Achsen ist, verhält sich der Körper dann, wie als würde er um eine feste Achse rotieren. Wenn das nicht der Fall ist, gelten die Eulerschen Gleichungen, die wir hergeleitet haben. Mithilfe der Eulerschen Gleichungen konnten wir dann sehen, dass ein symmetrischer, kräftefreier Kreisel eine Kreisbewegung der Rotationsachse hat, die sogenannte Nutation. Und durch die Gewichtskraft der Gravitation könnte ein Körper, der schief steht, eine Präzession und damit auch eine Kreisbewegung durchführen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt bitte auf den Like und auf den Abo-Button. Hier kommt ihr wie immer zur Playlist der klassischen Mechanik. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.